Joa. Okay. Dann kann ich nicht, was von mir ist und was vom Gegner ist. Das war auf jeden Fall eine coole Szene. Können wir sicher ganz gut einfach aufhalten. Ja, der Tornado ist von ihm aber anscheinend. Also ist er das noch nicht so nah dran. Da ist der Demon Fang echt gut dafür, der macht guten Schaden. Kann ich dich einmal jetzt aufhalten? Oh. Wie war das? Ich sollte nicht in den Tornado rein. Was mache ich? Ich laufe in den Tornado rein. Und die ist echt eine ziemliche Psychopathin, ja. Ich bin auf einem Café runter. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter weggehen. Und warten, bis ich geheilt werde. Ja, dann haben wir noch zwei Heiler im Team. Irgendeiner wird mich schon heilen. Was? Achso, ich bin betäubt. Kann jeder überhaupt was absorbieren? Der zaubert ja nicht richtig. Der haut einfach in den Boden und dann ist es da. Nope. Au. Sein Kopf in den Kopf gerammt. Oh nein, da war irgendwas mit viel Schaden. Auf jeden Fall. Problem ist halt, wenn er seinen Tornado macht, kann ich leider keinen Demon Fang machen, weil er zu weit oben in der Luft ist. Haben wir schon wieder erwischt? Anscheinend. Also ich glaube echt, die hat sich wirklich einfach absichtlich fangen lassen und alles einfach so durchkalkuliert, dass die dann einfach, ja, die alle auf einmal zerstört. Na, immer noch nicht. Der hält sich ganz gut, der Kern. Da, jetzt haben wir ihn gebrochen. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit nehmen, uns zu heilen. So, schon mal die eine Hälfte runter. Ja, der Dime, der war einfach nur dumm. Weißt du, genauso wie Kelsack zwischenzeitlich war, müsste der Dime jetzt einfach nur der Dumm sein. Ist der wieder zurück, der Kern? Ja. Ist der? Was habe ich für eine Waffe eigentlich gerade? Eine Windwaffe? Ne, eine neutrale, okay. Yo, der Feuer, das Feuer hat wehgetan. Ups, komm weg. Der ist halt schwer zu erwischen, weil er sich so schnell hin und her bewegt. So. Und einmal drauf. Hast du getroffen? Ja, ein bisschen. Einmal schnell festhalten. Und einmal alles einfach drauf. So. Nee. Oh, fast bin ich da reingelaufen. Nein. Ob ich jetzt doch noch in den Tornado reingelaufen bin. Die Frage ist, wo haben die diese Früchte jetzt eigentlich her, ne? Oh, nice. Weil ursprünglich kamen ja die Früchte auch aus diesem Gebiet hier. Das heißt, habe ich den mit dem Schwanz abgeschnitten? Sicher jetzt erst gerade. Weil ursprünglich kamen ja Sachen aus diesem Gebiet. Das heißt, vielleicht hatte sie die selbst schon irgendwo angebaut. Oh, cool. Mal gucken, dass ich nicht zu viel auf die Kasse bleibe. Ich erst lieber das Mystic Art direkt. Ich meine, hat Kelselik die nicht hierher bezogen? War das nicht so rum?
Oder war das doch eher so... Aua. Ich schmeiß mal eben ein Orangengelee rein, weil wir so viel haben. Hilfe. Hat er überhaupt jetzt noch eine Schwachstelle? Am Kopf. Okay. Ah ja, da oben. Das war nichts, was ich mit Demonfänger erreichen kann, leider. Aber mit Rising Phoenix immer noch. Bla bla bla. Okay, vielleicht ziehe ich doch jetzt einfach auf den Körper für den Rest. Oh, Demonfänger noch weiter in diesem Schaden. So schnell weg. Ja. Box den. So. Okay, wir haben ihn. Hat eigentlich sogar ganz gut geklappt. Wir haben nur einen Orangengelee gebraucht. Is everyone all right? Yeah. But our major got away. Linwell, are you... What... What the hell happened here? Bayfon, is that you? Thank goodness you're okay. I've been outside this city this whole time. But I sensed a disturbance in the wind and decided to turn back. What happened here? Where is everybody? All Maedhria's handiwork. She allowed herself to be captured so she could rile up the Danans into a frenzy and rob them of their astral energy. She wiped out almost everyone in the plaza, including Deadeim. Deadeim's dead. Everyone. And the Darkwings. Almost all of our companions in the Resistance. How could this happen? Regardless of what she had to gain, what kind of person would do something like that? If she managed to find kinship in Kel'Zalik, then I'd say the very worst kind. It's clear now that she used Menencia as a testing ground for the fruits of Helgen, before using them here. So everything that led up to this moment was all a part of her plan. Once she knew they'd eaten enough tainted food, she just needed to get herself caught. We have to go after her. Balseth and Ganabelt were horrible, but Almaedria makes them look like saints. I doubt she's really gone back into hiding. We have to put an end to this once and for all. Yeah, what she's done can't be forgiven. I don't know what to do. I saw what hatred did to those people, but hating her is the only thing that's kept me going. I can't just stop hating her. What am I supposed to do? Tell me. Smile at her from across the battlefield? Apologize while we fight her? I don't know if I can do that. Rinwell. Nobody can understand what you've been through. We can't even begin to imagine the pain you've experienced. But if hate is what has kept you going ever since that day, then let it be your strength. However, think about this. When you've had your revenge, when we've beaten Almaedria, then what will you do? Huh? I'm saying you're going to have to find a way to survive once that hatred is gone. When it is, what do you plan on doing then? I don't know. I've never thought about it before. Almaedria's death doesn't have to be your end, too. You need a reason to live, Rinwell, not an excuse to die. Understand? She's right. We could never truly know the pain that Almaedria has caused you. But I think you should listen to Shion. Give yourself time to consider things. And if it's too much right now, it's okay for you to sit this one out. No. My head might be a mess right now, but I'm not letting you fight Almaedria without me. I need to be there. Please. That much I do know. I'm going with you. And on the road, I'll think about it. A reason to live. Without hate.
That said, it'll be no good chasing after her blind with no idea where she went. Beifan, do you have any ideas where she might have gone? I can't say for sure, but west of here is an underground harbor along a cliff near the coast. She spent years building a ship there, a floating fortress that she called her castle on the sea. No one quite knew why she wanted the thing, but now... Of course. She's already effectively destroyed her own capital. It's likely she planned to abandon her realm as well. Right. That's as good a lead as any. Let's go. Okay. Oh, Rinwell? Nee, Law. Der Intervenierer. Für mehr AL. Inspiration. Oh, der kann damit heilen. Er findet sich selbst. Worauf trimme ich dich gerade? Erhöhte Angriffsstärke bei Erwachen. Ja, das kannst du eben auch lernen. Und dann kannst du deine Inspiration haben. Brauch noch. Okay. Oh, auch gleich was mitgelernt. Der dunkle Zauberer. Okay. Ach ja. Oh, bei so viel fehlt da gar nicht mehr. Demonlands, aha. Und noch die reduzierte Zeit. What's that woman going to do next? Nothing good, I'll bet. We'll stop it this time. My astral arts are coming along quite nicely. Coming along? What do you want to do with them? Oh, you know. Sprout flowers from the tip of my staff. Suspended in midair. So you want to be a street magician then? So. Was haben wir denn noch? I still can't believe what that Almadria did. Not only that, but she was enjoying it. It's patently clear she has no respect for human life whatsoever. We need to take her out. I don't think I've ever felt so enraged at another person in my whole life. Yeah, there's no way she's getting away with this. Then we head for the underground docks. We need to hurry. Rinwell, can you keep moving? Yeah. My family and I, we spent all of our days just living in hiding. Until one day when we were found and attacked. I was the only one my dad and the others hid. That's the reason I survived. While the rest of my family was butchered. The only thing that I could see was the crest of a lord glowing through the smoke. And then... It was Almadria who did it. I'm sorry, Rinwell. That woman. Did she really find the existence of Danann mages to be that much of a threat? Enough to invade another lord's territory? No, I doubt that. Most likely, she was after their knowledge and techniques. She only did it so she could become stronger. That's the kind of woman she is. In retrospect, I do remember her making it sound like she created that monster she summoned. A monster. I wonder, do you all think of me as a monster? Because I'm able to use magic even though I'm Danann? Rinwell. Of course we don't think you're a monster, you dummy. Huh? I might have had to hold you back, but it's her fault any of this ever happened, not yours. Got it? Law. Ist deine Liebesbeziehung im Anmarsch? Also Law macht zumindest sein Bestes, um gut bei Rinwell anzukommen. So, gehen wir uns erstmal heilen. Ich finde es doch gerade ein bisschen schade, dass der Teil jetzt um Rinwells Vergangenheit einfach in einem Skit einfach mit drin war und gar nicht so richtig im Hauptspiel. Also es macht jetzt für uns im Endeffekt nicht so den Unterschied, weil wir uns ja eh alles anhören. Aber wenn es zum Beispiel Leute gibt, die das einfach skippen, die Skits, die hätten das jetzt nie erfahren, so genau.
Vielleicht kommt es ja auch nachher noch irgendwann nochmal so ein bisschen, aber prinzipiell, ne? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was war das? Westlich von Needs. Also die Ackviertelhügellandschaft dann. Und dann wahrscheinlich in die Adernruinen, würde ich behaupten. Dann geht's da am schnellsten. We've reached our destination. Das ist halt, wie gesagt, schade, dass solche wichtigen Sachen eigentlich schon einfach nur optional sind, die Infos. Aber mal gucken, was daraus jetzt gemacht wird, ne? Jetzt hat sie ja wirklich mal alles offengelegt. Vielleicht ist sie jetzt nicht mehr so Rayna verhasst. Oder vielleicht kommt das halt auch erst noch, sobald sie sich ein bisschen... Sobald wir mit Almedra hier fertig sind. Mal gucken. So. Bin ich hier richtig? Vielleicht. Dann schauen wir uns das mal hier jetzt weiter um. You sense one of your pals, Hoodle? Get lost! Take this! Oh, da sind hier die Stromwölfe. Meine Güte, springen sie nicht bitte so rum. Ich versuche zu treffen. Oh, Bloody Howling. Das ist prinzipiell auch ein geiles Art. Aber Demon Fang war gerade auf jeden Fall in dem Kampf echt ein sehr rettendes Art, muss ich sagen. Das hat dem Dino echt viel Schaden gemacht. Und auch schön aus sicherer Entfernung. Ich hätte gern so langsam endlich mal zu Demon Fang meine Flammen schneide. Ich habe nichts gesagt. Seit wann habe ich das? Okay. What's this thing? Da, explosiver Ring. Oh. Ja gut. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass ich das schon gelernt habe. Huch. Vielleicht sollte ich mal häufiger mal die Sachen mal genauer durchlesen, die ich da lerne. Nein, bleib mal stehen. Das sieht schon echt geil aus. Ja, das sind ja nur alle Entfernung. So. Jetzt geht das gleich noch ein paar Mal ausprobieren. Hier geht's einfach nur eben runter ein bisschen. Und wahrscheinlich dann gleich vorne wieder hoch. Oh. Ja. Bin schon dann vorbei. Ja. Ach da. Wait. Sie genau gesehen. Komm ich? Komm ich da dran? Von hier aus? Ja. Die Engelsflügel. Abgerutscht. Erstmal mal hier runterspringen. Oh, cool. Einfach eine Truhe. Mit Rezept für Eiscreme. Cool. Erstmal ein Eis snacken. Jetzt, wo Hauke das so sagt, das wirkt gar nicht mal so falsch, dass wir vielleicht sogar wirklich sie gar nicht gleich erwischen, sondern sie uns davon kommt. Oh.
Nice. Über den Angriff. Den Empfänger einfach bestes Art und alles, was daraus kommt. Weil die wirkt halt wirklich sehr mächtig. Nach dem Motto, wir versuchen sie gleich zu kriegen, aber sie entkommt uns. Und wir müssen dann erstmal weiter ins nächste Reich. Who knows? Oh nice, alle erwischt. Any injuries? Hm. Wait, hier ist aber noch eine Treppe. Ah, da. So. Geld? Eine Unterwassertäuschung. Jetzt kommen die ganzen Köder ans Land. Ich glaube, ich werde vielleicht wirklich mal bis zum nächsten Rice-Stream einfach mal ein bisschen hin und her angeln an allen Teichen. Um mal zum einen mal alle möglichen Fische zu kriegen und zum anderen um Geld zu kriegen. Weil unser Geldmangel ist hier schon echt sehr hart. Do you think this is where the Dark Wings and This place appears more ravaged by time than combat. Even if there are signs of destruction, it would likely have taken place during the Great Conquest of 300 years prior. And ever since, it's been a breeding ground for Zugels, I guess. Ich sag mal, wir konnten uns nicht einmal die neuesten Rüstungen leisten. Also ich könnte mir ja gerade so noch die neuesten Waffen leisten, aber Rüstung ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das Problem ist halt, man kriegt halt einfach durch die Monsterkämpfe kein Geld. Sowas finde ich halt leider immer sehr schade in Spielen, wenn man durch die einfachste Methode nicht einfach eben Geld verdienen kann. Eben halt eben kämpfen. Das ist für mich leider immer so ein kleiner Minuspunkt in Spielen, wenn man durch, naja, durch das Kampfsystem selbst kein Geld verdienen kann. Was dann immer so umständlich ist, sich Geld zu erfarmen. Also man kriegt auf jeden Fall genug Materialien, die man im Endeffekt verkaufen kann, aber es wäre einfacher, wenn man einfach das Geld nehmen würde. Auf jeden Fall springen. Kann ich da hochspringen? Geht doch. Sieht's bei uns aus. Ja, komm. Monster haben halt keine Geldbörse, ja. Aber es hat die meisten Spiele nicht daran gestört, dass Monster Geld droppen. Weil auf magische Art und Weise haben die plötzlich Geld. Frag mich nicht wie. Nice. No scratches on my shield or my armor. Aber ich glaube teilweise, je weiter man kommt, kriegt man auch durch die ganzen, wenn man die ganzen Materialien verkauft, gut Geld. Wir haben gesehen, diese einen Scherben, die wir von den Viechern, das, was wir bekommen haben, das Item, das konnte man, glaube ich, für 500er Stück verkaufen und teilweise kriegt man ja auch hier 3 oder 4 oder so viel nach jedem Kampf. Also es ist, man kriegt auch teilweise gut Geld von den Materialien, aber es ist halt immer einfacher, wenn man einfach durch den Kampf selbst das Geld kriegt. Ich bin ein gemütlicher Mensch. So einfach wie es geht, ist mir natürlich am liebsten. Schade. Komm weg. Die Handelswaren verkaufe ich auch, ja. Wenn man immer wieder was findet. Die geben auch nochmal ein gutes Stückchen Geld. Knack sie mal an. Oder war das schon angeknackt? Keine Ahnung. Da, die hartesphärische Hülle. Die ist gut zu verkaufen. Da geht's weiter. Da unten wäre noch ein Fischteich. Da komme ich dann irgendwann später zu. Hm.
What do you say we check back in on the ranch? Ach, sollte ich auch mal wieder, ne? Kann ich irgendeine Rüstung kaufen? Uiuiui. Ach, ich verzichte einfach drauf. Dann weiß ich zumindest, dass ich bei allen noch... Oh, bessere Waffe. Dass ich bei allen noch ein bisschen was machen muss. Gut, jetzt habe ich sowieso kein Geld mehr. Aber ich hatte auch nicht... Ich hatte auch nicht genug, um überhaupt was zu machen. Have you guys checked your equipment lately? Bahnhof. Bahnhof? Fast. Bauernhof. So, noch eine Kuh dahin. Ich habe nicht mal Geld für Futter für meine Tiere. Was bin ich für ein blöder Typ? I hope we manage to catch Almadria soon. I hope so too, before she can cause any more havoc. You okay, Rinwell? Oh, yeah. Don't push yourself too hard now, okay? Okay. Thanks. So. Was magst du denn? Eigentlich kann ich auch das gerne weitermachen. Einfach weil ich damit mehr Drops bekomme. Und damit ich potenziell mehr Stuff zum Verkaufen. So. Oh, und Law möchte reden. Na gut. Oh, hey, Alfin. What's up? Nothing. I was just surprised to see you weren't training for once. Got a stomach ache or something? You know I don't literally train around the clock, right? I do take breaks. Do you? It seems like you're training every chance you get. Well, yeah. It can't be helped if I want to get stronger. Still, it's important to let your muscles rest every now and then. That's what my dad told me anyway. Zephyr said that? When I was a little kid, yeah. I would get so excited whenever he came home. I always followed him wherever he went and tried to learn as much from him as I could. He said, it's good to be passionate, but don't overdo it. Just like there are times when you want to take a break from studying, sometimes your body wants to take a break from training, too. I was always rushing around and forgetting to rest, so he ended up telling me that a lot. That definitely sounds like him. It's nothing to get sad over. Still, I can't help but wonder if that was my dad's way of teaching me the dangers of rushing into things too quickly. Then again... Maybe I'm just overthinking things. I wish I'd had more time to talk to him about this kind of stuff. See you guys tomorrow. Wieder mal eine tiefe Bindung zu Law. You guys ready to hit the road? Also, hab ich da? Schnellreisepunkt ist. I am. Okay. Dann schauen wir mal, ob das hier die richtige Richtung ist. Oder ich ganz woanders bin oder ganz woanders hin soll. A dead end? No, there's an elevator. Looks operational. Okay. So. Oh, die Werft. Ja, perfekt, dann bin ich ja schon richtig. Ich habe das Schiff gefunden. Was mir gerade einfällt, jetzt wo ich das sehe. Ich glaube, bei den DLCs ist es auch irgendwo noch drin, dass ich einfach mal, glaube ich, 100.000 Geld bei jedem geschenkt bekomme. I can't believe there's actually an underground harbor here. There are even boats docked. I only see Danans. Think they were forced to work here? Probably. Let's see what they have to share about Almadria. So. Was hat er denn noch so zu sagen? Ist vielleicht nicht der beste Arbeitsplatz auf der Welt, aber wenigstens muss man sich nicht den ganzen Tag Sorgen machen zu verhungern. Du kannst nicht aufs Meer hinausfahren, um zu angeln, aber wenn dir ein Fluss genügt, gibt es da draußen eine hübsche Stelle mit Fisch ohne Ende. Joa. Ah, da stand gerade, dass die Frucht da in Menancia heimlich angebaut wurde. I see. Wirklich komisch, dass Lord Almadra hier hindurchkommt, ohne uns vorher Bescheid zu geben. Sie ist mit einem ordentlichen Trupp aufgebrochen. Frag mich, was dahinter steckt. Ich weiß nicht mehr als du. Ich bin nur froh, dass sie uns nicht gebeten hat, mitzukommen.